Na, hast du schon gedacht, es gibt nur noch Garnelenfilme? Nein, wir machen natürlich auch hier weiter. Nur momentan war mir das wichtiger und ja, okay. Also, wir starten heute mit einer Alocasia, der Bambino Pink. Naja, Pink ist noch nicht da, aber Alocasia haben wir. Und zwar, ich halte mal meinen Finger hier hin. Ja, unser Babyplant aus der TC-Kultur ist nach wie vor nicht wirklich, ja gut, hat ein paar Blättchen gemacht, aber naja, wie wir sehen, viel Wachstum ist nicht da. Und von daher ist hier die Pflege echt schwierig, sage ich ganz ehrlich. Das heißt, im Klartext, heute werden wir durchspülen. Hier brauche ich auch nichts nachzumessen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alles zu viel ist, weil wenig Pflanze, wenig Wurzel, Verhältnis Topf, viel zu groß, aber noch kleiner. Naja, okay, wir werden jetzt einfach mal die Oberfläche ein bisschen einsprühen, um mal die Algenbildung zu reduzieren, um Sauerstoff reinzubringen und die überschüssigen oder zu vielen, sagen wir es mal so, Salze einfach mal rauszubringen hier. So, jetzt läuft er gleich über. So, das hätten wir schon mal. Und ich habe es wieder vergessen, ja, die Batterie zu besorgen. So, pass mal auf, wir kippen jetzt, guck mal, wie das aussieht, ne? Heavy. Wir kippen das Wasser jetzt mal raus hier und in dem Zuge werde ich den Becher auch erstmal sauber machen. Becher ist sauber, jetzt kommen wir zum, ja, Gießen. Lol, ist auch nass, ne? Nein, Gießen und Düngen. So, hier kommt jetzt die 6 bis 700er Variante. Ich gieße das auch noch einmal durch hier, spüle das also nochmal durch, damit wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr an Bestandteilen herausholen auch tatsächlich. So, also, dann gießen wir mal einen Schluck, damit das Schätzchen hier nicht im Trocknen steht. Und lass uns überraschen, ja, wann er denn mal richtig loslegt oder ob er auf Ewigkeiten so klein bleiben möchte. Kann ja auch durchaus sein, weiß man nicht, ne? Es gibt immer so Kandidaten, die ja mutieren, sagen wir es mal so, ne? Und das scheint echt so einer zu sein. Der will einfach nicht groß werden. Naja, bis dato. Wir kommen zur nächsten Pflanze, unseren Philodendron Florida Beauty. Das ist der Kopfsteckling, das ist das neue Blatt hier. Sieht klasse aus, dann schauen wir eben, wie die Wurzeln aussehen. Wow, die sehen auch richtig klasse aus, würde ich mal sagen. Also, holla die Waldfee, das ist cool. So, auch hier kann ich heute nicht messen, weil, wie gesagt, die Batterie habe ich wieder mal vergessen. Ist aber nicht so schlimm, ich gieße das Wasser einfach raus dann in dem Falle, denn weißt du Bescheid, ne? Von Zeit zu Zeit nehmen wir einfach mal frisches Wasser, frisch aufgedüngt. Übrigens jetzt momentan im Großtest mit Montmorillonit. Die Mengenangabe kann ich dir noch nicht sagen, aber ich kann dir so viel sagen, eine Prise auf 1 bis 2 Liter. Ne? So kriege ich jetzt wieder rein hier. Ich glaube, den sollten wir mal einpflanzen. Ne? So, drehen wir einfach mal vorsichtig, ohne zu knicken. Ganz sanft einfach im Kreise bewegen. Ja, siehst du, hat auch wunderbar funktioniert. Sieht klasse aus. Ja, oh, sorry, jetzt war ich so nah an dem Mikro. Sorry. I'm so sorry. Ist so, ne? So, okay. Gucken wir, dass die Wurzeln alle unter Wasser sind. Auf jeden Fall ist er versorgt und wir brauchen keine Angst haben. Also den können wir auch nächsten Monat, übernächsten Monat einpflanzen. Das spielt keine Rolle, denn wir halten ja auch Pflanzen in der Wasserkultur und das können wir ja mittlerweile schon richtig klasse. Ne? So, und dann kommen wir zur nächsten Pflanze direkt, würde ich mal sagen. Die kannst du jetzt schon sehen. Und zwar unser Caladium. Ja, wunderschön anzusehen nach wie vor. Ist allerdings komplett trocken. Also da ist nichts mehr an Wasser. Der ist ganz, ganz leicht. Ich lasse übrigens alles so, wie es ist. Ne? Muss nicht denken, dass ich hier irgendwas verschöner oder so. Wurzeln sehen auch gut aus. Es ist halt der Vorteil in diesen Bechern, das hält sich doch recht lange, die Luftfeuchtigkeit zumindest. Ne? Auch wenn kein Wasser mehr in der Erde ist. Also ist komplett trocken tatsächlich. So, den würde ich jetzt gerne gießen. Ich gucke gerade mal in die Runde. Ne, da muss ich mir erstmal was für holen. Moment. Ja, wir brauchen hier was für den Überlauf. Das ist übrigens ein Experiment. Sorry, nicht vergessen. Ne? Also ist jetzt nicht so, ist optimale, um eine Pflanze zu pflegen. Das ist ein Experiment. Nicht vergessen. Ne? Hier tatsächlich nach wie vor der kleine Topf, so wie ich sie damals gekauft habe, die kleine Pflanze. Die hatte so klitzekleine Blätter hier gehabt. Ne? Ja, und so hat sie sich in den kleinen Topf mit der Selbstbewässerung entwickelt. Und ich muss sagen, das ist schon richtig klasse. Übrigens haben wir das letzte Mal auch tatsächlich gemeinsam gegossen und gedüngt. Ne? Auch jetzt hier bei der 6 bis 700er Variante. Wie gesagt, was drin ist, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so tragisch, muss man nicht immer wissen. Ne? Aber so um den Dreh auf jeden Fall. Ich lasse das wieder durch die Erde laufen. Warum? Ja, ganz einfach. Wir spülen dann an der Oberfläche
zu vielen Salze einfach wieder mit ins Wasser hinein. Ne? Und ist von Vorteil auf jeden Fall. Ne? Denn oben sollen sich keine Salze anreichern, das ist ganz normal durch Verdunstung. Ne? Geschichte kennen wir schon, Wasser verdunstet, was bleibt übrig? Alle festen Bestandteile. Und dazu zählen immer die Salze, die Nährstoffe in dem Sinne auch. Und von daher lassen wir das im Durchfluss auf jeden Fall einmal komplett durchlaufen. Und dann kann man den Rest tatsächlich auch normal auffüllen unten in das Wasserreservoir. Aber doch schon wichtig, so wie ich es jetzt gesagt habe, weiß Bescheid. Ne? Muss ja nicht alles 10-mal erzählen. Ich guck mal eben. Ja, guck mal, hat doch schon gepasst. Wasser steht schon unten drin. So, dann ist sie versorgt. Erstmal wieder. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Ne? Um mal zu gucken, ja, ob die Caladium überhaupt über den Winter weiter wächst. Und auch, wie lange man eine solche Pflanze in solch einem kleinen Pöttchen pflegen kann. Ne? Also ist schon bis dato, muss ich sagen, eine ganz tolle Sache, dass wir uns da nicht nur dran getraut haben, sondern das Projekt auch weitergeführt haben. Ne? Im Normalfall würde man sagen, oh, so große Blätter, so kleiner Topf, das geht doch nicht. Ja, siehst du, wo eine geht. Wenn man sie richtig pflegt, alles möglich. And the next one, also die nächste, oder der nächste, kann man auch sagen. Okay, also unser Philodendron Melanocrysum. Sieht gut aus, muss ich sagen. Ja, richtig klasse. Das ist der bewurzelte Steckling. Naja, Stecki in dem Sinne, den wir herausgeholt haben aus der Growbox im Perlit. Und der ist ja sehr gut gewachsen, I'm so sorry. Und wir sehen wunderschönes Wurzelwachstum. Also das klappt hier schon mal richtig gut im reinen Wasser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal einen Schluck Nährstoffe dazugegeben habe, bin ich ganz ehrlich. Weiß ich gerade nicht. Aber wie gesagt, ich kann heute nicht nachmessen, ist aber nicht so schlimm. Muss man nicht. Wir werden trotzdem reagieren, denn auch hier ohne Nährstoffe ist irgendwann nicht so gut, ne? Denn Pflanzen brauchen Nährstoffe. Aber ich wollte mal kurz gezeigt haben, wie das jetzt vom Wachstum sich zeigt in dem Sinne. Ne? Das sieht also klasse aus, er bildet wunderschöne Wurzeln aus. Nun gut, nach wie vor müssen wir uns hier rantasten, was er mag und was er nicht mag, ne? Der Philodendron Melanocrysum. Auch Wachstum oben ist gegeben, also die Knospe ist hier ausgetrieben, wunderschönes Blatt. Interessanterweise ist hier auch noch eine Knospe und da ist auch noch eine Knospe, falls du es sehen kannst. Aber das müssen wir weiter abwarten, wie er sich da entwickelt. Vor allen Dingen jetzt, wie gesagt, Wachstum ist da. Das bedeutet, wir müssen düngen, definitiv. Ne? Ich überlege mal gerade, wie wir jetzt vorgehen. Im besten Falle, ja, sehen wir gleich. Der Philodendron Melanocrysum. Ja, wunderschön sieht er aus, richtig klasse. Erstmal hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Heute, wie du gesehen hast, gibt es Klimbim, denn es ist doch einiges wieder zu zeigen. Die ganzen Entwicklungen, nein, nicht alle, ein paar Entwicklungen, sagen wir es mal so. Also wir werden ihn heute einpflanzen. Und es ist nur so, wir haben ja verschiedenste, Medien, wo wir etwas einpflanzen können oder könnten. In dem Sinne, hier können wir nur eine Variante wählen und ich schwanke so zwischen Lavamulch und Basalt. Basalt haben wir noch im Test, das läuft aber schon mal gut. Lava haben wir schon Erfahrung, läuft sehr gut. Ist halt so, ne? Es läuft eigentlich überall gut, egal wo wir sie reinpflanzen oder reinstellen oder reinhängen oder wie auch immer. Es wächst alles mittlerweile. Gut, für mich stellt sich aber die Frage, was wäre relevant interessant oder interessanter, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, Basalt. Tada, also haben wir es doch. Siehst du wohl, ne? Geht auch manchmal ganz schnell. Das Beste ist, wenn man etwas erzählt und redet und dann kommt es nämlich von plötzlich dann in dem Sinne. Also, bereite ich das mal vor. Basalt muss man genauso wie Lava oder andere mineralische Substrate auf jeden Fall waschen, bis sie staubfrei sind. Ne? Und das siehst du natürlich am besten, wenn du jetzt einen weißen Eimer beispielsweise hast, packst das dort rein, Wasser rein. Übrigens hat es auch Leitungswasser neben dafür. Und dann mischst du das so lange, bis es klar wird in dem Sinne. Okay, das mache ich mal eben alleine, da musst du jetzt nicht mitkommen, da will ich dich nicht mit aufhalten, sondern du siehst gleich, wie wir sie einpflanzen. Im besten Falle allgemein beim Einpflanzen das Substrat trocken, ne? Ist am besten. Allerdings muss man schnell reagieren mit dem Gießen, ist wichtig, nicht vergessen. Ne? So, wir nehmen jetzt einen kleinen Topf im Verhältnis zu den Wurzeln, weil wir wissen schon, in kleinen Töpfen kann man doch das Ganze besser regulieren. So, ich gucke mal eben, ob das überhaupt hier reinpasst. Ja, das passt schon mal, das ist schon mal gut. So, wenn ich mal ein kleines bisschen unten rein, so ein kleines bisschen, dann setze ich den jetzt oben auf das Substrat und lasse das einfach reinlaufen hier. Siehst du wohl, ne? So einfach geht das, wenn das trocken ist, ne? Aber wie gesagt, wir müssen jetzt schnell reagieren, ne? Ganz schnell. So, dann
kleines bisschen noch. Ich werde dann heute, ich hoffe, ich schaffe es, nochmal Substrat vorbereiten, damit ich was fertig habe für die Zukunft. Wir verwenden jetzt hier erstmal feines Substrat. Später, wenn es einen größeren Topf kommt, nehmen wir genau gröberes Substrat. Hier wird es noch keine Probleme geben mit Sauerstoff, aber umso größer die Töpfe werden, umso schwieriger wird das. Das heißt im Klartext, dann sollte auf jeden Fall das Substrat gröber sein. Ne? Ganz wichtig mal so kurz mitgenommen. Durchspülen brauchen wir hier nicht mehr, denn wie gesagt, das Ganze ist schon gecleant, das Substrat, und von daher haben wir ihn eingepflanzt, ja, und gleichzeitig versorgt. So, wir haben ihn jetzt gedüngt bei der 600 bis 700er Variante. Das heißt im Klartext, dieses Mal habe ich 600 Milliliter Leitungswasser und 1400 Milliliter Osmosewasser. Das Ganze aufgedüngt mit 2 Milliliter Compo Complete und eine Prise, wohlgemerkt, eine Prise von dem Montmorillonit dazu. Okay, dann lassen wir uns überraschen, wie das Schätzchen jetzt sich hier macht. Das muss ich die Tage aber etwas öfter checken, für uns in dem Sinne, um etwas zu lernen. Ne? Ansonsten müsste das nicht zwingend notwendig sein für mich selber. Aber wir wollen ja wissen, was Sache ist, wenn hier irgendwas passiert oder eben nicht funktioniert, damit wir vielleicht wissen, warum das dann so gegeben ist. Aber sie ist auf jeden Fall mega hübsch, der Philodendron Melanochrysum. Ja, tolle Sache, dass er sich dann auch schon im Wachstum befindet, in der Bewurzelungsphase. Das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Also das Schätzchen, ja. Jetzt habe ich dummerweise den Fokus falsch eingestellt, nämlich der Stand auf manuell. Okay. And the next plant. Ja, und die nächste Pflanze, das ist auch ein Philodendron, Luxuriant Choco. Das ist übrigens auch einer der Pflanzen aus der TC-Kultur damals. Sie hat unheimlich Schwierigkeiten gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht so einfach, sie so hinzubekommen, denn sie hat immer wieder Probleme gehabt, die Blätter rauszubringen. Ne? Immer wieder waren die eingeklemmt und wollten nicht. Aber mittlerweile funktioniert es. Ne? Also, es ist so, manche Pflanzen sind da halt sehr eigen in dem Sinn. Da kommt auch schon wieder ein neues Blättchen beigewachsen. Die Pflanze sieht sonst gut aus, ne? Also kräftiges Grün, kein Schaden in dem Sinne jetzt, dass hier irgendwelche Flecken drauf sind, braune oder helle Flecken, also kein Nährstoffmangel gegeben oder dergleichen. Also das sieht schon mal ganz klasse aus, muss ich sagen, bis dato. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten Schritt in dem Sinne. Denn nun haben wir die Pflanze, man sieht auch, der Trieb wird schon richtig dick jetzt hier, ne? Also da entwickelt sich prächtig was. Ist gut versorgt. Ne? Da geht es richtig gut, ich drehe sie nochmal kurz. Der nächste Schritt wäre jetzt, sie umzupflanzen. Ne? Steht ja auch noch hier im kleinen Topf, wobei die kann da mit Sicherheit noch 3 Monate drin bleiben, wenn man sie ordentlich versorgt. Das ist nicht das Problem, das kennen wir schon. Ne? Aber was wäre jetzt das Sinnvollste bei dieser Pflanze? Na? Weißt du es? Bist du drauf gekommen? Bist du drauf gekommen? Sie wächst gut, ist kräftig. Also machen wir was? Jawohl, einen, kommst du drauf? Kopf, Steckling, jawohl. Denn dann behalten wir die Pflanze selber, die kann wieder austreiben und wir haben einen kräftigen Trieb, der sich weiter als kräftige Pflanze entwickelt und wurzelt in dem Sinne dann auch besser ins Substrat und steht auch kräftiger drin als jetzt unser Baby hier. Denn wie gesagt, das war ein ganz kleines Ding und dementsprechend hat er hier unten natürlich auch nur, ja, ich sag's mal, eine kleine Basis, wo er drauf steht. Ne? Und von daher, gut, ansonsten müsste man die unteren Blätter abnehmen und das Ganze tiefer pflanzen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ist aber nicht sinnvoll, denn wenn denn, dann machen wir es so, wie es am besten ist. Ne? Und machen davon jetzt einen Kopfsteckling. Ich glaube, den Film kriegen wir heute Abend noch zu Gesicht, meine Lieben. So, also, unser Philodendron Choco hat sich prächtig entwickelt, sieht gut aus. Es ist nun mal auch so, jetzt hat er schon mehr Wurzeln und dementsprechend verbraucht er mehr Wasser und nimmt mehr Nährstoffe auf. Und es reichert sich nicht mehr so viel an. Hier braucht man nicht mehr so oft durchspülen, muss nicht mehr so eine Angst haben. Ne? So, das heißt, wir machen jetzt einen Kopfsteckling, wie ich schon sagte. Wir nehmen entweder ein scharfes Messer und oder aber eine scharfe Schere, aber bitte keine Schere, die quetscht. Ne? Die sollte schon scharf sein. So, wir lassen unten so viel dran, dass die Pflanze gut austreiben kann. Ha, es reimt sich sogar. Pass auf, ich werde es jetzt einfach machen. Hier haben wir jetzt ein Blatt, kannst du es sehen, da, ne? Da drüber. Das heißt, ich muss jetzt einmal mit dem Messer von unten gehen und versuche mal kurz über dem Blatt das Ganze abzuschneiden. So, dalle, ganz vorsichtig, jawohl. Gucken wir mal das Blatt gleich mit weg. Das hat gut funktioniert. Wir haben jetzt hier
Dieses Blatt, wo sich hier unterhalb die Wurzeln entwickeln werden, aber auch hier, klar, entwickeln sich auch Wurzeln, weil kommt ja ein bisschen tiefer ins Wasser. Das Blatt lassen wir übrigens dran, das kann ruhig, wenn es denn sein sollte, auch mit im Wasser stehen, das macht überhaupt nichts. Ne? So, und unser Babyplant kann dann jetzt sich weiterentwickeln und eine neue Pflanze produzieren. Nee, nicht eine neue, sondern sie kann selber sich produzieren. Hier haben wir die neue Pflanze. Und die hat jetzt den Vorteil, dass sie also von vornherein kräftig wachsen kann. Sie hat einen kräftigen Stiel und entwickelt dementsprechend auch wieder größere Blätter von vornherein. So, was machen wir jetzt mit dem Schätzchen? Ins Wasser? Nö, nein, auf keinen Fall. Das Ding bleibt jetzt erstmal hier rumliegen, denn die Schnittstelle, die sollte auf jeden Fall angetrocknet sein. Das ist schon ganz wichtig, ne? Damit wir Fäulnis verhindern. Einfach liegen lassen. Wie lange, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich habe es schon mal tatsächlich, ich glaube 24 Stunden war das längste, was ich mal so ein Stück habe liegen lassen. Ne? Also, aber weißt du was, bis angetrocknet ist. Also halbe Stunde, Stunde. Ich kann es dir nicht genau sagen. Muss selber mal gucken, dass die Schnittstelle einfach angetrocknet ist. Wir sind allerdings in der Thematik noch nicht durch. So, wir haben jetzt den Kopf abgeschnitten, ne, und haben Kopfsteckling davon gemacht. Lol, logischerweise. Ne? So, unsere Mutti braucht jetzt Zeit. Sie braucht Zeit, wieder auszutreiben. Das kann boah, so 4 Wochen dauern insgesamt, bis man hier etwas in Erscheinung sieht, was gewachsen ist. Und das heißt, in der Zeit wird sie sehr wenig Nährstoffe verbrauchen, weil sie sich nicht im Wachstum befindet. Sie kann sogar, wenn sie keine Nährstoffe hat, die Nährstoffe aus diesen Blättern transportieren in die neue Knospe, damit die sich gut entwickeln kann. Ne? Die Blätter werden dann leiden, kriegen Flecken. Das wäre aber nicht so dramatisch, wäre okay. Aber nichtsdestotrotz werden wir sie grundversorgen. Das heißt im Klartext, erstmal sauber machen, also spülen. Und werden das Ganze einmal durchgießen hier mit reinem Wasser tatsächlich und lassen das Ganze auch eine Zeit lang erstmal drin stehen, damit sich Salze lösen können. Denn dramatisch wäre jetzt tatsächlich, wenn wir hier zu viele Salze drin haben und die Wurzeln einfach kaputt gehen. Ne? Das wäre nicht so der Burner. Und von daher spülen wir sie erstmal durch und belassen das jetzt auch so. Im nächsten Gießdurchgang wird sie dann einmal gegossen und gedüngt bei der 600 bis 700er Variante und dementsprechend die nächsten 2 Male wieder einfach mit reinem Wasser, also bitte nicht mit Leitungswasser, es sei denn du hast gutes Leitungswasser, was einen pH-Wert von neutral hat, ne? Dann wäre das auch möglich, aber haben wir nicht und deswegen verwenden wir dann hier 2 Mal hintereinander, auf gut Deutsch gesagt, dann reines Wasser, also sprich Osmosewasser oder aber destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser. Oder ganz sauberes Regenwasser, geht auch, ne? Aber das hat nun mal nicht jeder zur Hand. Okay. Wir kommen zur nächsten Pflanze und das ist unser Schätzchen hier in der Wasserkultur. Tudup, mal wieder alle. Aber das Substrat, also die Erde, hier steht das Ganze übrigens auch in der Erde, ist noch nass, also ja, feucht, nass, wie auch immer. So, wir haben jetzt lange Zeit oder öfter Nährstoffe reingegeben und dieses Mal werden wir tatsächlich das mal durchspülen. Hier dann mit reinem Wasser, von Zeit zu Zeit sollte man das mal machen, wie gesagt, ne? Nicht, dass sich zu viele Inhaltsstoffe ablagern im Substrat, auf dem Substrat, insbesondere hier bei der Erde jetzt. Und dann spülen wir das Ganze einmal durch, so lange bis es auch durchläuft. Schon wichtig, ne? Ja, von Zeit zu Zeit, wie gesagt, spülen ist immer eine ganz tolle Sache. So, jetzt fängt es an zu tröppeln, also kommt es langsam durch. Ja, hier stellt sich auch echt die Frage, sollten wir jetzt nicht doch langsam mal einen größeren Topf nehmen? Und vielleicht mal was Neues ausprobieren? Nee, würde ich jetzt nicht, ehrlicherweise. Zumindest jetzt nicht bei dem Großen. Wir haben ja Babys davon, da können wir das durchaus mal machen demnächst, was Neues ausprobieren. Aber ich würde sagen, die Mutti, die lassen wir erstmal weiter hier drin wachsen. So, also wirklich richtig durchlaufen tut es noch nicht. Also nochmal einen Schluck rein. Wie gesagt, dass wir mal so Inhaltsstoffe aus der Erde durchspülen. Wir verwenden hier Osmosewasser wieder, ne? Ganz wichtig. Ist einfacher dann, ne? Oder halt destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser. Und oder aber, wenn man hat, gutes Regenwasser. Ne? Das geht auch. Aber wie gesagt, da muss jeder selber für sich eine Entscheidung treffen, welche Möglichkeiten er hat und inwieweit das Wasser wie wo gesammelt wird. Ne? Das ist schon ganz wichtig. So, okay. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Das sollte eigentlich jetzt reichen. Ja, das reicht. Das ist okay jetzt soweit. So, ich gieße das mal hier rein, dass man das sehen kann. So, Leute. Und dann kommt das Ganze wieder aufgedüngt bei der 600 bis 700er Variante tatsächlich im Moment. Und das können wir jetzt auch einfach hier unten reingießen ins Wasserreservoir. Ja, mit den Gläsern, das ist schon einfacher, ne? Das ist eine ganz tolle Geschichte. So, okay, also wir haben ihn wieder versorgt für etwas längere Zeit und ja, genau.
Jetzt probieren wir mal was aus, denn die Monstera, wie man sieht hier, die ist wieder runtergefallen. Da hinten in der Ecke hat sie sich festgehangen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert und das war es dann jetzt aber auch. Ich nehme jetzt mal dieses doppelseitige, durchsichtige Klebeband, wo wir ja damals, falls ich daran erinnern kannst, mal die, wie heißt es noch, Vanillepflanze mit festgemacht haben. Hier ist übrigens eine Schutzfolie drauf auf einer Seite, die andere Seite hängt fest, ne? Da ist eine kleine Schutzfolie drauf, die kann man abziehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wa? Das wäre ja ein Ding. So, also. Dann mache ich das jetzt einfach mal hier an die Tapete. Also. Gut, dann hängen wir den jetzt mal hier. Moment. Genau. Einmal dran drücken. Mal gucken, ob das hält. Ne? Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Also so ist schon mal ganz gut. Vielleicht einfach mal kurz einen Moment andrücken und festhalten. Das ist jetzt einfach mal ein Versuch. Ne? Denn Versuch macht klug, wie wir wissen. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein zweites Stück dran. Das war Holz. Machen wir noch ein zweites Stück. Mal eben die Schutzfolie abmachen. So, dann komm. Jawohl. Okay, jetzt überlegen, wo ich den jetzt dran mache. Pass mal auf, ich ziehe ihn einfach hier so nach oben. Irgendwie, pass mal auf, ich drücke den einfach mal hier dran. Mal gucken, ob das gleich passt. Einmal andrücken das Ganze. Und dann ziehen wir den mal hoch. Jawohl, das klappt schon mal ganz gut. So, drücken und festhalten. Aber nicht zu doll drücken, ne? Und gut, den nächsten, den ziehe ich dann ein bisschen höher. Auf jeden Fall. Oder ich lasse ihn erstmal so wachsen und lasse ihn dann so wachsen und dann so oder wie auch immer. Ist ein Versuch jetzt einfach mal erstmal, um zu gucken, ob das so hält. Ne? Darauf kommt es ja eigentlich an und da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Okay. Nach etwas längerer Zeit geht es weiter mit den nächsten Pflanzen. Nein, also es geht jetzt sofort. Pass auf, wir haben jetzt hier die Marble Queen. War das richtig? Nee, gar nicht wahr. Das ist die Manjula, so war das, genau, die Manjula ist das hier. Eine wunderschöne Efeutute, also wirklich schön. Guck mal, die hat sogar fast ein ganz weißes Blatt ausgebildet. Mal gucken, wie die Wurzeln aussehen. Ja, das ist okay. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt alle einmal kurz an, wie sie sich entwickeln. Es sind ja Steckis, ne? Also im Prinzip ein Blatt, wo dann dementsprechend das Ganze herausgewachsen ist. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Oder hatten wir hier zwei Blätter? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Aber okay, sie entwickeln sich alle prächtig, muss ich sagen. Richtig klasse. Wir gucken uns, wie gesagt, jetzt alle einmal kurz an. Auch hier kommt schon das nächste Blättchen rausgewachsen. Also das ist schon richtig cool anzusehen, wie die Schätze sich hier entwickeln. Aber auch hier ist es ganz wichtig, von Zeit zu Zeit mal durchzuspülen. Ja, weil es ist halt noch wenig Pflanze für die Menge an Substrat, was drin ist. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Hier kommt jetzt auch gerade ein neues Blättchen rausgeschoben. Also das sieht richtig klasse aus. Dann gucken wir uns jetzt mal den Kopfsteckling an. Der ist natürlich, klarer Fall, wie immer am schnellsten gewachsen. Das ist logisch, ne? Das kennen wir schon und das ist auch richtig so und sollte auch so sein. Ja, im Klartext, wir werden jetzt mal durchspülen heute. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch zusammen gemacht, ne, soweit ich weiß. Und in dem Zuge, würde ich sagen, müssen wir aber auch hier die Schale sauber machen. Ne? Weil auch hier drin reichern sich Salze an. Weil Wasser läuft rein, verdunstet, ne? Salze bleiben da. Deswegen, schon wichtig. Ne? Okay, mit was spülen wir das Ganze durch? Die Efeututen mögen eigentlich auch einen relativ hohen pH-Wert, also bei 7, ne, neutralen Wert kannst du sagen, leicht runter, leicht drüber, ähnlich wie bei den Monsteras. Allerdings nährstofftechnisch nicht ganz so viel wie die Monstera. Ne? Von daher würde ich sagen, spülen wir hier das Ganze mit was durch? Ja, genau, mit Leitungswasser. Und auch hier verwenden wir Leitungswasser, was wir kalt aus der Leitung geholt haben. Im besten Fall lässt man das ein bisschen stehen und dass es sich so ein bisschen an die Raumtemperatur anpasst. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gieße das kalt hier durch. Ne? Warum? Ja, weil ich jetzt zu faul bin, lange zu warten, habe ich jetzt keinen Bock drauf und von daher mache ich das einfach. Und dann können wir auch sehen, inwieweit das nun wirklich schlimm ist oder nicht, weil ne, es ist ja nur, es gibt Mythen und ne, weiß Bescheid. Und von daher, wenn jetzt was passiert, werden wir es das nächste Mal sehen und wenn nicht, dann ist es okay. Also, das ist schon ganz wichtig. Zwischendurch mal durchspülen. Ne? Wie gesagt, ich nehme sie jetzt raus aus der Wanne, mache die Wanne sauber und dann stelle ich sie wieder rein und dünge sie wieder bei der 600 bis 700er Variante auf. Und damit sind sie erstmal wieder für etwas längere Zeit versorgt, unsere Manjula.
Warum nehme ich kaltes Wasser? Weil ich die Pflanzen ärgern will, logischerweise. Ich soll mal einen Schock bekommen. Nein, wir verwenden kaltes Wasser aus der Leitung. Warum? Weißt du es? Hast du schon ein paar Filme geguckt? Kannst du es erahnen, warum wir kaltes Wasser und kein warmes Wasser aus der Leitung nehmen? Einfach, weil dann mehr Sauerstoff drin ist im Wasser. Ne? Warmes Wasser hat nicht so viel Sauerstoff. Und es läuft auch erst durch die Heizung durch. Also wird erwärmt in dem Sinne. Logischerweise, sonst kommt es ja nicht warm aus der Heizung. Ne? Das heißt aber eigentlich heiß. Ne? Denn im Boiler, je nachdem wo das ist, wird das erstmal heiß gemacht. Und du mischst das ja oben, wenn es aus der Leitung kommt, mit kaltem und warmem. Also heißen. Heiß und kalt mischen wir. Ne? Also das Wasser wirklich erhitzt worden. Und das ist nicht so gut. Ne? Für die Pflanzen nicht so der Burner. Ganz wichtig. So, ganz wichtig, die Banane, ich guck mal eben, da steht ja 0,5 cm vielleicht, mehr ist das nicht, steht da unten drin. Den Rest gieße ich jetzt einfach raus, nein, nicht bei der Monstera, sondern ich gieße das daneben, dass es hier in den Pott reinläuft und dann bekommt das Schätzchen heute auch neues Wasser wieder. Letztes Mal hast du gesehen, wann wir das gemacht haben. Ne? So, also, die wird wieder versetzt, ist schon genial, wie die wächst hier, holla die Waldfee. Das ist schon richtig crazy. Auch hier, wie gesagt, jetzt im Großtest, Großexperiment mit Montmorillonit. Musst du nicht machen, ich mache das. Ne? So, oh, ich gieße das so lange rein, bis dass die Wurzeln alle unter Wasser stehen. Ne? Ganz wichtig. Guck mal. Ich hoffe, das geht jetzt so einigermaßen. Da kommt ein Baby rausgewachsen. Nach langer, langer Zeit mal. Ach, das ist ja toll, da geht es ja Banane. Aber richtig gut, muss ich sagen. Ich meine, es ist schon crazy, ne? Dass das so funktioniert. Es ist fantastisch. Guck dir das Grün an. Heavy. Gut, guck mal, hier geht gerade ein Blatt, dann nehme ich das auch gleich weg, dann darf das weitergehen. Und dann kommt das Ganze wieder ins Wasser und bleibt hier einfach im Blechhutzertopf stehen. Und wir sehen, es funktioniert genial. Ne? Nur wie gesagt, das sollte schon so viel Wasser verbraucht werden, dass man immer wieder nachgießen muss. Ne? Das ist schon ganz wichtig, also den Topf nicht zu groß wählen oder dann, wenn der Topf zu groß ist, Wasser raus, Wasser wieder rein. Ist schon wichtig, ne? Denn die Inhaltsstoffe verändern sich im Laufe der Zeit und wenn das zu lange drin steht, fängt es irgendwann auch, dass die Schimmelbelag auf der Wasseroberfläche bildet oder aber, nein nicht oder, sondern dass zu wenig Sauerstoff im Wasser ist und dann fangen die Wurzeln ganz schnell an zu faulen. Das ist egal wo, ob das im Wasser, in der Erde, in mineralischen Substraten, sonst wo ist, Luft ist wichtig, ganz wichtig auch für die Wurzeln. Das verhindert tatsächlich Wurzelfäule. Also wenn du damit Probleme hast und dir war das bisher noch nie bewusst gewesen, dann spül einfach mal öfter deine Pflanzen. Bedeutet ja nicht die Pflanzen, sondern das Erdreich oder die Substrate oder das Wasser kannst du nicht spülen, raus, neu rein. Ne? Aber ist schon ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtiger Faktor, den wir dann doch sehr tief verinnerlicht haben in letzter Zeit. Okay, weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und wir machen weiter auch mit der, ich sage jetzt mal nicht täglichen Pflege, aber allgemeinen Pflege, dass man immer wieder mal sehen kann, was ich bei welcher Pflanze wann in dem Sinne mache. Macht aber auch nur Sinn, wenn man die Serie guckt. Ist so. Okay. So, meine Lieben, ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte, dass wir hier gemeinsam so viel sehen, erleben und verfolgen dürfen. Ja, also, es ist nicht nur spannend im aquaristischen Bereich, sondern nach wie vor auch hier tatsächlich bei unseren Zimmerpflanzen. Ja, okay. Den müsste man langsam doch mal umtopfen, aber wie du siehst, auch der wächst in seinem kleinen Pöttchen. Wie gesagt, der steht da oben auf, ne? Der steht da nicht drin, sondern der steht einfach oben auf. Ne? Untersetzer drunter und der Philodendron Atabapoense macht sich prächtig. Auch das neue Blatt, das sich jetzt entwickelt, kommt gut herausgewachsen. Also echt tolle Sache. Tja, okay, yippie, es geht ganz bald weiter.